Ist denn heute jemand bei uns? Echte Angst. Echt? Findest du es schade, dass der Ausblick jetzt so verbaut ist? Das ist auch hier im Frühwerk passiert, also aufgenommen worden. Rabbit Radio, von Studenten für Studenten mit Studenten. Das Campusradio der Hochschule Ansbach. Hallo, mein Name ist Benedikt. Und ich bin die Franzi. Und wir sind hier auf dem Uhlberg bei Treuchtlingen. Und hier gibt es eine Kapelle, da soll es sputen. Ja, wir haben schon ganz viele mysteriöse Geschichten gehört von weißen Frauen, die hier rumspuken sollen, dann Klavierspiel, was man hier so alles hören soll und so weiter und so fort. Also wir sind echt gespannt, was es so gibt. Und ein Geisterjäger kommt, das ist auch noch. Ja, genau, also wir sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die einfach da hingehen und sagen, wir schauen, ob es da Geister gibt. Wir haben uns professionelle Hilfe besorgt. Wir haben Geisterjäger aufgefunden, der uns da ein bisschen hilft. Hier schon Wegweiser zur Kapelle. Ja, bin gespannt. Franzi, glaubst du eigentlich an Geister? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das Ding ist, ich habe mir so die ganzen Stories durchgelesen und ich bin schon ein bisschen paranoid. Also ich habe schon Angst irgendwie. Ich finde auch den Wald irgendwie komisch. Das ist ein ganz normaler Wald. Ich weiß, das sagt mir jeder. Aber irgendwas hat der Wald. Ich finde es hier sehr still. Und gut, es ist windig, weil es ist kalt und windig. Aber ich finde schon, dass es außergewöhnlich still ist. Und die ganze Zeit höre ich irgendwelche Geräusche. Wo ihr sagt, es sind Tiere. Weiß ich nicht. Glaubst du denn an Geister? Ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe da auch, glaube ich, wenig Angst davor jetzt. Ich habe eher Angst vor den Satanisten, die es hier geben soll. Weiß nicht, also wir haben ja gestern zusammen uns irgendwie die ganzen Stories hier, die es auf, oder die auf dem Uhlberg passiert sein sollen, durchgelesen. Und keine Ahnung, es soll eine Kuh geben, die hier geopfert wurde. Es soll öfter mal Blutreste geben, die man irgendwie findet. Und ja, da glaube ich viel eher dran als an die Geister, die es hier geben soll. Ich glaube, da hinten raucht's. Also entweder sind das die Geister, die gerade irgendeine Party schmeißen, oder es sind Satanisten. Oder es brennt einfach nur. Aber da hinten raucht es tatsächlich ziemlich heftig und ich würde sagen, wir gehen da mal hin. Das klingt nach einer richtig guten Idee, Franzi. Ich hoffentlich nicht bereuen werde. Ist da vorne eigentlich ein Weg? Nee, ist auch kein Weg. Nein. Ach, gut. Ich habe schon Angst, also wirklich. Okay, es könnte jetzt Zufall sein oder nicht. Aber sollte das ein umgedrehtes Kreuz darstellen? Es markiert einen paranormalen Spot. Ey, mit Geistern ist nicht zu spaßen, ohne Scheiß. Ich habe auch vorhin irgendwie, ich bin hier so, also wir sind gelaufen und wir haben uns ja alle gegenseitig irgendwie angeschwiegen und dann habe ich so ein Geräusch gehört, das klang wie wenn so ein Auto gerade ganz normal auf einer Straße fahren würde. Das Ding ist aber... Oh Gott, sind das Knochen? Nein, es ist ein Stein. Entwarnung, es ist ein Stein. Hör auf, mir Angst zu machen. Ja, auf jeden Fall, genau, dieses Autogeräusch war irgendwie sehr laut und es klang echt nach einer Straße. Aber hier ist keine Straße. Und es kam irgendwie dreimal, dieses Geräusch. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie der Wind war, der sehr heftig gewindet hat oder ob ich mir das eingebildet habe. Also wenn es das war, das ich auch gehört habe, dann war das halt ein Viech. Nee, das war ja davor. Ach so. Meine ich jetzt, als wir vorhin hochgelaufen sind. So, jetzt sind wir hier relativ nah an diesem Qualm. Nebel ist? Nein. Ich weiß es nicht. Das ist schon sehr komisch. Hm. Wie wär's, wenn wir mal still sind und schauen, ob wir irgendwas hören? Gute Idee. Okay, Bene geht vor. Ich so langsam hinterher.
Tja. Das sieht halt echt nicht gesund aus. Also was auch immer da ist. Was ist das? Feuer. Menschen sind da nicht, aber das sind Feuer. What the fuck? Ja, tatsächlich, es brennt. Ein Lagerfeuer oder was? Aber wer schlägt am fucking, also am helllichten Tag im Januar ein Feuer in einem Wald? Ach, das ist bestimmt ganz normal. Das ist bestimmt eine Kuh, die gerade verbrannt wird. Ja, ich oder eine Leiche. Ich kann nicht so ganz identifizieren, was es ist. Wollen wir vielleicht das Feuer löschen, weil ich glaube, das ist nicht ganz so gut, wenn es im Wald brennt. Ich weiß halt auch nicht, ob ich da näher ran will, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht so wirklich. Wo sind wir denn hier eigentlich? Das ist irgendwie schon ein bisschen Hügel auf jeden Fall. Mhm, so ein Kreis. Kennst du das, wenn Aliens irgendwie, kennst du diese ganzen Aliens? Ein Hügelgräber. Aber Aliens, wenn sie irgendwie mit ihren UFOs irgendwo landen, dann hinterlassen sie ja auch so einen Kreis, ne? Geh mir hin. Scheiße, ey. Ich hab echt Schiss, dass da jetzt irgend so ein schwarz gekleideter Satanist aus dem Gebüsch springt. Viel zu helfen, Satanisten. Ja, stimmt. Also, wenn es irgendwelche Leute waren, die sich dachten, jo, wir machen mal ein Feuer im Wald, das ist sehr uncool, weil sowas kann sehr gefährlich enden. Ja. Stolperfallen. Der Wind klingt halt überhaupt nicht gut. Ah, sind hier Dornen? Hau! Ah, fuck! Ich hab Dornen in meiner Hose. Aber hier war ja vorhin auch ein Förster irgendwie unterwegs. Vielleicht hat der da irgendwas verbrannt. Okay. Wollen wir es vielleicht löschen? Es ist ja jetzt nicht trocken gerade, deswegen weiß nicht. Schon sehr komisch. Aber naja. Aber der Wind ist echt unnormal merkwürdig laut. Oder? Das ist. Warst du schon mal im Wald vorher? Ja, war ich. Ich war schon oft in Wäldern und ich bin auch ein Mensch, der oft in Wäldern spazieren geht, aber ich sag's euch, Leute. Hier ist es komisch. Hier ist es echt komisch. Wirklich, kein Scheiß. Finde ich nicht so. Ich finde das Feuer also, komisch. Das kann ich jetzt ja, nicht so ganz erklären. Aber schon allein die Geräusche, da. Es ist so still und doch so laut, so erdrückend. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich finde es echt merkwürdig. Keine Ahnung. Ich glaube, du stresst dich da ein bisschen rein, nee. Ehrlich gesagt. Scheiße. Wollen wir mal wieder zurück auf die Straße gehen? Ja, auf zur Kapelle, oder? So, wir haben uns jetzt gerade ein bisschen im Wald verlaufen. Ein bisschen. Wir stehen jetzt hier auf dem Weg, den wir hätten nehmen können und deswegen ist unser Geisterjäger schon da und wir gehen jetzt mal vor und sagen Hallo. Ja, da vorne ist schon die Kapelle. Ja, hier links, das ja, ist... die Kapelle. Grutschig. Ultras Nürnberg waren anscheinend auch mal hier. Stimmt. Boah. Ich hab sie mir tatsächlich krasser vorgestellt. Die Bilder im Internet sahen irgendwie krasser aus. Oh, oh Gott. Okay. Ja, es ist irgendwie. Ich find's jetzt nicht mehr so spukig. Hier liegt Capri-Sonne und Red Bull und so rum. Also. Ja, ich find's eher spukig, wie Leute mit ihrem Müll umgehen. Ja, das stimmt. Also ich bin ehrlich, das sieht schon cool aus. Ja, stimmt schon. Hi. So, habt ihr
geschafft, ja. Haben es ein bisschen verlaufen. Sag dir jetzt hier, guck mal. Hallo. Hallo. Ich bin Daniel. Hi, ich bin Benedikt. Daniel. Warst du denn schon mal am Uhlberg? Tatsächlich ja. Das ist jetzt 6 Jahre ungefähr her. Das war das alte Team noch. Und ja, da waren wir das letzte Mal hier. Und ist da irgendwas Komisches passiert? Also in der Auswertung selber hatten wir jetzt nichts. Es ist ab und zu mal eine kleine Gruppe an Wanderer vorbeikommen. Aber sonst jetzt straight nichts. Sind wir mal gespannt, ob wir heute auf irgendwas Paranormales stoßen. Aber du hast gerade gemeint, in der Auswertung, wie schaut so eine Auswertung aus? Was kann man denn da überhaupt finden? Wir können EMF-Stimmen, also Tonbandstimmen analysieren. Auf Videoaufnahmen können wir Orbs feststellen, auf Fotos genauso Orbs, also Energiebälle in der Luft. Und das ist halt dann ein Zeichen für uns, da ist was. Du glaubst da auch wirklich dran, dass es dann wirklich ein Geist ist, oder? Ich bin Skeptiker. Okay. Ich bin Skeptiker. Da die Orbs natürlich auch Staubpartikel in der Luft, Luftfeuchtigkeit spielt eine große Rolle. Das Elektromagnetfeld auch, können natürlich auch alte Leitungen sein, hier jetzt weniger. Aber ja, bin eher der Skeptiker. Okay. Und was für Leute engagieren dich da dann, dass du Geister findest? Das sind Leute wie du und ich. Ganz Privatpersonen. Also Privatpersonen haben wir zurzeit wirklich viel. Wir gehen aber auch selber in Locations rein, Burgen, alte Schlösser, alte Lost Places, Kliniken und das Ganze. Ja. Okay, cool. Wollen wir reingehen? Wollen wir einfach mal reingehen. Schauen wir mal. Es sind echt viele Graffitis hier. Ja. Echt viel rumgeschmiert. Aber ich sehe jetzt bisher nicht wirklich das, was ich im Internet so gelesen habe, von wegen, dass hier Blut verschmiert ist und so weiter. Ja, eine tote Kuh liegt ja auch nicht rum. Hinter der Ruine haben wir noch ein altes Denkmal. Das soll am 01.01.2000 sollen da 3 Jugendliche verschwunden sein. Ist eine Gedenktafel hinten. Das hat allerdings ein Vater mit seinem Sohn hier oben angebracht, dass er eigentlich, dass nicht zu viele Leute raufkommen und das weiter verschandeln. Ah, okay. Also ist quasi ein kleiner Fake. Krass. Okay. Ja, Rückstände von Messen, die Satanisten eventuell hier gefeiert haben können, sieht man jetzt auch nicht, außer jetzt. Genau, eine relativ frische Asche, aber. Der Ulberg ist bekannt für sowas, für solche schwarzen Messen und sowas. Ja. Aber da hast du noch nie jemanden getroffen oder so. Nee. Hast du Angst davor, da jemanden zu treffen? Nö. Warum? Okay. Ich habe ja mein Stativ dabei. Erstmal in der Tau. Ja, krass. Und hier irgendwo stand auf jeden Fall diese alte Madonnenfigur, die dann aber in ein Museum gekommen ist. War die, ich glaube, die war auf den Bildern. Nee, die ist tatsächlich in einem Museum. Okay. Die Frage ist nur, stand die, ich glaube, die stand hier, wenn ich mich vielleicht erinnere. Die müsste vorne am Altar gestanden. Aber da gab es doch auch diese Geschichte mit dem Altar, wo dann irgendwie die weiße Frau gekommen ist und gesagt hat, dass da eine Fichte durchwächst und aus der Fichte wird dann eine Krippe gebastelt. Und das erste Kind, das in dieser Wiege liegt, das findet dann den Schatz, der hier irgendwo vergraben ist. Genau. Okay, von der Geschichte weiß ich jetzt selber nichts, aber es gibt ja 1000 Geschichten vom Ulberg, von daher. Und das ist auch hier im Ulberg passiert, also aufgenommen worden. Okay. Da hat man jetzt hier ein Gesicht. Mhm. Und hier auch. Ist aber meines Erachtens alles parallel. Mhm. Mal schauen. Das habt ihr dann irgendwie öfter, dass Leute irgendwie sich eingebildet sehen aus. Immer wenn du so bei Lost Places bist, hast du da nicht manchmal so ein komisches Gefühl, dass irgendwas sein könnte oder dass hier irgendwas ist? Doch. Das haben wir ja ziemlich oft. Aber das komische Gefühl, vor allem in alten Kliniken und so, da ist das dann so verstärkt, das Ganze. Und jetzt gerade? Gar nichts. Gar nichts. Also das ist wirklich ein Klasse A EVP. Genau wie das. Weil es halt wirklich klar ist. Thank you.
So. Jetzt messen wir erstmal die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur, dass wir für unsere Ausschlussmessung alles zusammen haben. Genau, das läuft schon alles. Genau, Akkus natürlich nicht zu vergessen. Ganz wichtig. Hier haben wir Infrarotthermometer, sprich wir können punktuell die Temperatur messen von verschiedenen Objekten. Machen wir hauptsächlich bei Privathaushalten, wenn dort eine punktuelle Kälte ist oder sowas. Schauen wir. Das heißt, die Leute sagen, da ist mir jetzt kälter. Genau, richtig, richtig. Dann schauen wir vielleicht, dass irgendwo ein Zug reinkommt oder so. Genau, Taschenlampen. Hier haben wir eins der wenigen Spielzeuge. Ist ein Elektromagnetmesser. Genau, weil halt ziemlich viel Elektrik im Koffer drin ist, schlägt der jetzt natürlich voll aus. Ist aber eigentlich selten, dass der bei dem Modus ausschlägt. Das heißt, hier spukt? Ne, das ist jetzt rein Elektrik, weil ich einen ziemlich nah am Koffer dort bin. Weil wenn ich weiter weggehe. Ja, weil du gerade gemeint hast, dass es... Schauen wir mal. Das kann auch am Aufnahmegerät jetzt liegen. Ne, das liegt am Koffer. Okay. Weil wir ziemlich viel Elektrik im Koffer drin haben. Und genau. Hier haben wir im Grunde dasselbe nochmal. Bloß halt ein bisschen moderner mit Display. Schauen wir mal. Ja. Genau, das wäre eigentlich schon. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob der geht. Schauen wir einfach mal schnell. Habe ich aber, glaube ich, schon zerlegt. Genau, der geht. Normal haben wir ein Lasergurt dabei, dass wir einfach ein Laserfeld aufbauen können, komplett. Da wir uns dadurch leichter tun, wenn sich etwas bewegt, kommt natürlich der Laserpunkt näher zu uns her. Und dadurch sehen wir das dann natürlich auf der Kamera besser, als wir jetzt ohne Kamera. Genau, das wäre die erste Ebene. Eigentlich noch relativ unwichtig hier. Genau. Das ist eine umgebaute Actioncam, die wo quasi kein normales Licht filtert, sondern wirklich ultraviolettes Licht. Also das sieht, der hat so einen rötlichen Stich, der Bildschirm. Ja, ja. Und dadurch können wir mit Nachtsicht jetzt arbeiten mit dieser Kamera. Das wo eine normale Actioncam eigentlich nicht kann. Haben wir selber umgebaut und ist eine von den kostengünstigsten Actioncams. 20 Euro. Okay. Kannst super umbauen. Und hast du vielleicht irgendwelche Fotos oder so, die du uns zeigen kannst, wo man was drauf sieht? Ich könnte schnell das Ding raussuchen, das EVP, okay, wo man was hört. Fotos direkt habe ich jetzt hier nicht dabei. Okay, ja, kein Problem. Ja. Das ist jetzt eins unserer Klasse R EVPs, Electro Voice Phänomen. Ganz am Schluss. Das letzte? Das, ist ja, das, war keine, so ein, das war so eine Frauenstimme, so ein, oder? Ja. Krass. Das ist echt weird. Das macht mir schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Gerade. Echt? Mir immer noch nicht, aber. Ja, ich weiß nicht. Ich bin schon. Jetzt finde ich es wieder spooky. Das ist echt. Ja, jetzt wird es langsam dunkel. Jetzt kommen sie. Schauen wir mal. Nice. Gut, dann fangen wir mal mit dem Aufbau an. Schauen wir mal, wo wir welche Kameras hinstellen. Ja, was bauen wir jetzt genau auf? Jetzt bauen wir erst einmal die Wildkamera auf.
automatischer Auslöser, alles integriert. Sobald sich was bewegt, wird es aufgenommen. Super. Ja, schauen wir mal. Positionierst du die in die Ruine rein, oder? Ich positioniere jetzt die in die Ruine rein, genau. Falls was rein oder rauskommt, haben wir das definitiv mit drauf. Genau, jetzt sollte eigentlich umschalten gleich auf grün. Normal. Oder auch nicht heute. Genau, passt. Löst die auch aus, wenn wir uns bewegen? Die löst auch aus, wenn wir uns bewegen. Nee. Okay. Also die macht jetzt Bild und dann noch eine Minute Video, dann okay. Haben wir wirklich alles drauf. Ah, krass. Super. So. Als nächstes würde ich wirklich ganz gerne da vorne die eine Mauer noch mit drauf nehmen, als Dauerüberwachung mit der Kamera. Einfach aus dem Grund, da meine Kollegin dort schon das eine Bild gemacht hat mit dem Gesicht in der Wand. Mal schauen, vielleicht kriegen wir das heute auch nochmal irgendwie mit drauf. War das hier diese Wand? Genau, das war hier diese Wand neben dem Eingang. Sollte eigentlich ungefähr da, wo die erste Luke war, also das erste Fenster, so auf der Höhe war das ungefähr. Mhm. Ich kann jetzt eigentlich aber auch nichts erkennen, was einigermaßen an ein Gesicht oder so erinnert. Von daher schauen wir einfach mal. Ich fühle mich hier komisch, weil wir gerade darüber reden, wo man sich komisch fühlt. Ist voll okay, dann bleiben wir einfach hier und versuchen mit Geistern zu reden. Fühlst du dich denn irgendwo komisch? Nee, tatsächlich gar nicht, ey. Also für mich ist alles relativ neutral. Ja, wirklich. Ich weiß nicht, wir sind halt hier drin. Ich weiß nicht, ich fühle mich normal. Also mir ist kalt, aber... Ja, mir ist auch kalt, aber irgendwie, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, zu erklären. Ich würde sagen, hier ist ein gutes Eck. Okay, dann bleiben wir hier. So, wie läuft das jetzt nochmal ab? Kannst du es nochmal sagen? Ja, also ich nehme jetzt erstmal auf, welche Uhrzeit das wir haben, Datum und das alles. Dann stellen wir uns alle vor. Okay. Und dann starten wir mal mit der Befragung. Alles klar. Ja? Hört sich jetzt auch irgendwie in so ein Krimi oder so, aber... Gut. So, 17.25 Uhr, 4. Januar, Ulbergkapelle. So, hallo erstmal. Wir sind nun mal wieder da bei euch. Ich bin der Daniel. Mein Name ist Benedikt. Ich bin die Franzi. Genau. Und wenn heute irgendjemand bei uns ist, dann macht es euch doch irgendwie bemerkbar, egal wie. Ist heute überhaupt jemand da bei uns? Bauch? Sorry. Also wenn es irgendwelche Geräusche macht, schniefen oder so, immer sagen ich was, dass wir uns das bei der Auswertung einfach leichter tun können. Okay, also da machen wir mal. Genau. Genau. Ist es euch denn recht, dass wir heute hier sind? Oder sagt, na, verschwind's lieber. So viele da, oder? Irgendwie,
Also das Gefühl habe ich jetzt nicht wirklich, dass was wäre. Ich würde sagen, wir warten da jetzt einfach mal ein bisschen. Mhm. Wir können ja zwischenzeitlich ein Experiment machen. Bräuchte bloß irgendwo einen Platz, wo ich da vorne schaut es gut aus. So, und jetzt machen wir einfach dasselbe, nur mal mit Bildbox. Und dann jetzt die Kamera vom Ausgang. Tatsächlich. Ach, hat er diesen schönen Blinken aus. Okay, die Kamera ist aus. Mal wieder Wechsel machen. Ja. Okay. Ist der Akku leer oder? Irgendwas zeigt, versucht er nur anzuzeigen, aber ich kann es echt nicht erkennen. Tatsächlich. Der war voll. Könnte das ein Zeichen sein? Also es heißt tatsächlich, wenn sich Geister bemerkbar machen wollen, dann zapfen sie Energie an. Mhm. Das ist eigentlich untypisch, dass die Akkus nach 5 Minuten den Geist aufgeben. Also ich würde da jetzt echt gern nochmal den anderen reintun. Sie machen sich über die Energiequellen bemerkbar. Also egal, ob das jetzt Batterien sind, sie können auch körperliche Energie nehmen von Menschen. Was wir allerdings versuchen zu verhindern, weil das ist einfach nett. Das wäre ganz nett. Sein sollte. Hast du irgendwie Angst, dass, wenn du hier immer Geister investigatest, dass du da irgendwie einen Geist oder einen Dämon oder so aufnimmst und mit nach Hause bringst und dann wirst du den selber nicht mehr los? Dass ich was mitgenommen habe, hatten wir tatsächlich schon mal den Fall. Von meinem Großvater in der Firma arbeitet eine Bürodame, die wo Seelenführerin ist. Und da bin ich. Was bedeutet das? Ja, die führt irgendwie die Seelen ins Licht. Genau da habe ich mich noch nicht damit befasst. Okay. Auf jeden Fall sagt sie zu mir eines Tages, hey Daniel, du hast da was an dir heften. Sage ich, ja genau, ich habe was an mir heften. Nein, wirklich jetzt. Das ist nichts Gutes. In dem Moment, wo ich sie halt nochmal veräppeln wollte, ist neben mir der PC angegangen, der wo eigentlich komplett aus war. Wir haben aber kein Ding mehr gefunden. Warum und weshalb? Eine Kollegin von mir hat es auch schon mal gesagt, dass ich was an mir habe, weil ich nach einer Untersuchung wirklich 14 Tage Duschschuhe Rückenschmerzen hatte. Und dann haben wir geräuchert. Von dem Zeitpunkt an war nichts mehr. Was macht man denn, dass man eben keinen Dämon mit nach Hause nimmt? Am besten kurz bevor man die Location verlässt, nochmal sagen, hey, pass auf, danke, dass wir da sein durften, aber du bleibst hier. Und kommst nicht mit uns mit. Also wirklich sagen, hey, nein, du bleibst hier. Also schon respektvoll den Geistern entgegentreten. Genau, wobei ich nicht immer Respekt habe. Weil du nicht dran glaubst, oder? Nee, ich sag, wenn ich keine Antwort oder so bekomme, dann werde ich schon ein bisschen aufmüpfig den Geistern gegenüber. Okay, also so ein bisschen wie du mir, so ich dir. Genau, ich provoziere sie dann einfach. So, Spellbox zweite. So, ist denn heute jemand bei uns? Okay. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Seid ihr da oder nicht? Hallo? Ist es euch recht, dass wir heute hier sind? Oder sollen wir lieber gehen?
Okay, lassen mit dieser App. Das hat hier keinen Sinn, wir sind da irgendwie in Spanien unten. Das hat für uns jetzt keinen Sinn. Gut. Verkehrt. So. Aber ist es mit der Spiritbox dann so ein Ding, dass ihr währenddessen irgendwie schon da was findet oder dass ihr das dann erst in der Nachauswertung... Wenn du jetzt gerade ganz genau hingehört hast, wo ich die Frage gestellt habe, ob jemand hier ist. Ich hätte schwören können, dass kurz darauf gekommen ist, wir sind da. Ist denn heute jemand bei uns? Ich habe tatsächlich gedacht, dass du gesagt hast, ob wir lieber gehen sollen, dass dann jemand gehen gesagt hat. Ja, genau, ganz leise flüstern, ne? Oder sollen wir lieber gehen? Jetzt kommt der Wind. Alles klar, Franzi? Aber eine Frage, die ich mir echt stelle. Wie verstehen uns... Also ich denke mal, Geister finden ja auf einer anderen Ebene statt. Ja. Wenn man... oder in einem anderen Universum, blöd gesagt. Was halt irgendwie... Es gibt ja verschiedene Theorien. Wie können sie dann verstehen, was wir sagen? Und so antworten. Ja, das, wenn wir jetzt wüssten, dann gäbe es unser Hobby nicht. Ja. Also das wissen wir selber leider nicht. Und das versuchen wir halt rauszufinden irgendwie. Gut. Was ist das jetzt für eine App? Das ist jetzt die Portal-App. Was passiert damit? Das ist eigentlich dasselbe. Da ist eine Wortdaten... Muss ich mal abschalten. Das ist eine Wortdatenbank hinterlegt. Da hat aber gerade jemand Hi gesagt, oder? Hi! Ich hab auch verstanden. Allerdings, die Sätze, wo da drauf sind, sind Englisch und rückwärts gesprochen. Okay. Jetzt, wenn wir natürlich was auf Deutsch und vorwärts gesprochen drauf haben, dürfte eigentlich nicht sein. Okay. Ja. So ein Stairway to Heaven Ding, wo Robert Plant angeblich irgendwie mit dem Teufel redet. Okay. Nicht direkt, aber... Ja, nee, ich verstehe schon. Die Apps sind halt auch in der Ghost Hunter Szene ziemlich verrufen und so. Darum bin ich auch im Flugmodus, dass ich jetzt keine äußerlichen Einflüsse einnehmen kann. Einfach mal schauen. Einfach probieren. Okay. Na? So, ist denn heute jemand bei uns? Hallo. Ist jemand bei uns heute? Kannst du einen unserer Namen sagen? Ja, also wie lange dauert dann so eine Untersuchung? Das ist, kommt drauf an. Das ist völlig unterschiedlich. Privatfall kann bis zu 5 Stunden gehen, wenn es wirklich schlagartig ist. Also wenn schlagkräftige Ergebnisse sind vor Ort. Kann aber auch sein, dass wir nach einer halben Stunde wieder abbrechen. Und das bemisst sich dann daran, ob ihr denkt, dass ihr was gefunden habt oder nicht? Genau, da gehen wir rein nach unserem Bauchgefühl. Ob wir jetzt das Gefühl haben, hier ist was oder nicht. Ja. Also hier ist jetzt schon ziemlich mau. Und weiß nicht, womit würdest du dich quasi vergleichen? Das ist so in die Warren-Richtung oder? Wir sehen uns eigentlich alle als paranormale Ermittler. Also Detektive, wo dem Paranormalen auf dem Weg sind. Hast du da irgendwelche Vorbilder? Oder? Nee. Wir waren eins von den ersten Teams in Deutschland, wo sich gegründet hat. Mhm. Vor uns waren eigentlich nur noch die Hamburger. Mhm. Und von daher sind wir eigentlich schon das älteste Team in Deutschland. Ja, aber da ist der Akku schon wieder gleich. Ja. Das ist echt. Also wir sind jetzt hier
Ende unserer Geisterjagd-Aktion. Wie fühlst du dich jetzt gerade? Jetzt fühle ich mich gut. Ja, okay. Außer, dass mir kalt ist. Du? Ja, mir ist auch kalt, aber sonst keine Ahnung. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es hier super spukt. Unser Geisterjäger ja auch nicht. Weiß nicht, du hast dich ein bisschen unwohl gefühlt. Ja, also. Irgendwie, ich war, glaube ich, die Einzige heute aus dem gesamten Team, die sich ein bisschen unwohl gefühlt hat. Einfach aus dem Grund, weil ich Angst davor hatte, dass, falls es hier spukt, irgendwas passiert. Und ich hatte einfach Angst, so, dass es wirklich hier spukt. Ich weiß nicht, es ist... Du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Und das ist halt das. Ja. Ja, ich glaube halt nicht, ängstlich, dass es spuken kann, deswegen. Aber ja, ich weiß nicht, die Atmosphäre ist schon ja, gruselig hier einfach. Ja, muss gruselig. Man schon sagen. Also, und wenn ich hier alleine wäre, dann würde ich, glaube ich, sterben. Ja, also ich habe es vorhin auch schon kurz gesagt, wenn ich hier alleine wäre, dann wäre ich, glaube ich, auch nicht mehr so entspannt. Also das ist schon, glaube ich, wichtig, dass man hier mit anderen Leuten noch dabei ist. Und ich meine, wir haben ja auch einen Experten irgendwie dabei, der rettet uns dann schon vor den Geistern. Naja, das war auf jeden Fall jetzt unsere Geisterjagd. Genau.